Das ist so, du bist so und deshalb bleibt das auch alles so. Ja, schön, dass du dich interessierst auch für Human Design und ich möchte das ein bisschen mit dir durchleuchten. Was ist denn Human Design überhaupt? Ist das irgend so ein Modeding, was bald wieder verschwindet oder? Herzlich willkommen zu deiner, meiner, zu unserer gemeinsamen Sternstunde. Ich bin Alexandra, deine Mentorin, dein Medium, deine Heilerin, Expertin für Mut und ich unterstütze dich auf dem Weg in dein volles Potenzial, in dem Beruf, für den du wirklich vorgesehen bist. Die Welt wartet auf dein Licht, deine Sternstunde. Schön, dass du dabei bist und bereit bist zu strahlen. Was es auf jeden Fall nicht ist, dass du in ein erneutes Schubladendenken reinkommen sollst. Die Menschen suchen nach Hilfe. Die Menschen sind im Moment in ganz vielen Umbruchsphasen. Was auch gut so ist, wenn man in der Astrologie schaut, wie stehen die Planeten, was ist in der Welt überhaupt gerade alles los, dann weiß man, okay, die Energie oben wie unten, die Energie, die die Planeten uns geben, wirken unten auf der Erde bei den Menschen. Human Design ist eine Erkenntnisreise. Es geht hier um deine Selbstverwirklichung. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, es gibt keine Analyse, die dir sagen kann, was du zu tun hast. Es gibt Möglichkeiten, was alles in dir steckt. Aber wenn jemand sagt, rein mit der Human Design Analyse oder rein mit dem astrologischen Bild weißt du, was Sache ist und du brauchst nichts mehr, dann stimmt das einfach nicht. Wir Astrologen und auch im Human Design Coaches, wir Coaches, HD-Coaches oder Analytiker oder, wir können sagen, was machbar und möglich ist und dann darfst du entscheiden für dich und natürlich auch fühlen, an welcher Stelle stehe ich denn in meinem Design oder was gibt es noch für Lernschritte? Wo kann ich wandeln und transformieren? Und die geistige Welt hat zu mir gesagt, ja, Human Design kommt im Moment so intensiv in den Vordergrund, damit die Menschen verstehen, dass sie selber auch schauen dürfen, was gibt es, was du verändern kannst. Wir haben alle den freien Willen und wir dürfen alle als Menschen entscheiden, wie wollen wir Veränderung und vor allen Dingen auch wann. Es gibt Licht und Schatten, so sagt es auch die geistige Welt mir seit über 20 Jahren. Und du darfst schauen, bist du in deinem Licht oder bist du in deinem Schatten? Und wenn du denkst, du bist im Licht, dann kann es auch sein, dass du einfach in deinem Schatten stehst. Und ich zum Beispiel persönlich kann Human Design und Astrologie überhaupt nicht voneinander trennen und weil es einfach dazugehört. Also Human Design ist auch Astrologie. Du erfährst hier, was sind deine angelegten Eigenschaften, deine Fähigkeiten und deine Potenziale. Ja, du kannst es ablesen. Und wenn du hörst, du kannst ablesen, wer und wie du bist, das ist natürlich für deinen Verstand ganz hervorragend, weil er denkt, oh, super, ich kann das ablesen und da muss ich nichts mehr tun. Aber ist das wirklich so? Dennoch ist es, dass die Aussagen in der Astrologie und auch im Human Design erstaunlich konkret sind. Im Alltag kannst du sie leicht überprüfen und du kannst es auch umsetzen. Und für mich war es einfach an einer Stelle so, so sehr erleuchtend, weil ich habe in meinen astrologischen Ausbildungen auch schon kennengelernt,
wie ich bin und was so ist. Und naja, von außen kam mir aber immer entgegen, ich bin falsch, das ist nicht richtig so, du musst das so und so machen. Das heißt, irgendwann verlässt du ja auch deine Intuition und dein Design. Und deshalb ist meine Einladung an dich, lass uns gemeinsam strahlen. Und lass uns gemeinsam strahlen beinhaltet ja auch, dass du verbunden bist mit all deinen Gaben, Talenten, dass du weißt, wie du tickst, dass du auch selber weißt, wann du im Schatten bist und hoffentlich auch herzhaft darüber lachen kannst, wenn du das entdeckst. Jung Design sagt dir nicht, an welcher energetischen Stelle du stehst. Du darfst das für dich herausfinden und auch rausfiltern. Wichtig ist, bist du in der Angst, niedrige Schwingung, bist du in der Liebe, hohe Schwingung, und da kannst du ganz viel kreieren. Und wenn du zu all dem auch die universellen Gesetze noch mit einbeziehst, dann weißt du einfach, ja, du darfst auch dem Leben vertrauen und du darfst deiner eigenen Entwicklung nachgehen. Und stell dir einfach mal vor, du hättest keinen Menschen um dich herum, dann könntest du dich mit keinem vergleichen. Also ist mein Tipp an dich, blende manchmal auch deine Mitmenschen aus und überprüf dich selber, was ist gerade bei dir. Das ist jetzt keine Aufforderung an dich, ein egoistisches Arsch zu werden, sondern es geht einfach um dich. Wie fühlst du? Wie denkst du? Wer willst du sein? Und was sind deine Visionen, Wünsche und Träume? Es gibt Menschen, die regen sich gerade auf, dass Human Design boomt und aufploppt und erkennen gar nicht, warum ploppt das denn auf? Und warum kommt auch die Astrologie immer mehr zu den Menschen? Weil Transformation und Veränderung stattfinden darf. Human Design basiert aus einer Mischung aus Wissenschaft und Spiritualität. Also, es sind hier verschiedene Lehren zusammengepackt. Einmal aus dem chinesischen I Ching, die Chakrenlehre, die Astrologie, der Kabbala und dann basiert auch Human Design auf Astronomie, Genetik, Biochemie und auch der Quantenphysik. Das System an sich ist super komplex und du darfst dir einfach Zeit geben, dich damit zu befassen und dich damit zu beschäftigen. Wenn du es erstmal kennenlernst, dann scheint es vielleicht sehr verwirrend und du pickst dir das raus, was du kennst. Aber eben geht es auch darum, dir das herauszupicken und anzuschauen, was du nicht so kennst. Und vor allen Dingen macht es dich auch aufmerksam auf deinen Schatten, den du dir anschauen darfst. Wichtig ist zu wissen, dass du zum Zeitpunkt deiner Geburt mit bestimmten Fähigkeiten und Eigenschaften geprägt wurdest, die dein ganzes Leben lang wirken. Und du kennst auch vielleicht den Spiri-Spruch, alles ist in dir, du brauchst nichts, alles ist in dir. Ja, das ist super, dass alles in dir ist. Ich in meinem Leben, in meiner schlimmsten Zeit, hat mir jemand gesagt, alles ist in dir. Ja, aber wie kommst du denn in dein lichtvolles Sein? Und wie kommst du denn wirklich an deine Qualitäten und an deine Eigenschaften, an deine Gaben und an deine Talente? Indem du dich mit dir befasst, indem du dich mit dir beschäftigst und indem du schaust auch, was wirkt gerade auf dich. Es ist einfach zu plump zu sagen, du bist Löwe, also bist du so. Du bist Krebs, also bist du so. Du bist Stier, also bist du so. All diese Tierkreiszeichen haben Licht- und Schattenanteile in sich. Für mich ist Human Design auch noch etwas, also ich finde, in die Astrologie kannst du unglaublich eintauchen, was ich auch gerne mache.
Und ich liebe die Karma-Astrologie, auch zu schauen, hey, was hast du aus anderen Leben mitgebracht in dieses Leben? Und wenn wir sagen, lebe jetzt und triff deine Entscheidung jetzt hier im Leben, dann triffst du auch die Entscheidung für deine Zukunft. Und wenn du in anderen Leben Entscheidungen getroffen hast, die noch nicht aufgelöst oder erlöst sind, dann ziehst du auch diese mit in dein Leben rein. Und Human Design ist in einer anderen Art und Weise auch sehr, sehr in die Tiefe. Und weißt du, du bist ein so unfassbar genial geiles Lichtwesen. Du könntest dich Tage, Wochen, Monate einschließen mit dir alleine, um immer mehr zu erfahren und zu erfahren. Und wie kostbar ist denn die Erkenntnis, dass deine Schattenseiten dich zum Licht führen? Ja, darüber lernst du dich doch auch komplett kennen. Ich glaube, diese heile Welt, dass alles bunt ist, dass alles blümchenmäßig ist, überprüfe einfach in der Realität für dich, ob es das wirklich gibt. Wenn du aber träumst damit und du kommst in eine gute Schwingung und Stimmung und du hast eine super Energie dann hilft dir das Träumen. Wir kennen alle die Geschichte von Pippi Langstrumpf. Alle finden die toll. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das heißt ja letzten Endes einfach nur, ich will so aussehen, wie ich es toll finde. Ich will die Haarfarbe tragen, wie ich es toll finde. Ich will die Frisur tragen, wie ich sie toll finde. Aber Pippi Langstrumpf ist ja auch einfach eine Figur. Ich weiß jetzt nicht, ob man Märchenfigur dazu sagen kann. Es ist einfach eine Geschichte. Die Schauspielerin Pippi Langstrumpf, ja, hat vielleicht die Rolle sehr gelebt, wird aber im Laufe des Lebens auch ihre Erkenntnisprozesse gehabt haben. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig für dich, dass du das alles weißt. Und hier kannst du einfach sehr, sehr intensiv in die Tiefe gehen. Du kannst eintauchen und du kannst eintauchen in dich selber. Es ist genauso, auch wenn ich mediale Beratung mache, ist es genauso mediale Beratung, wenn die geistige Welt spricht, wenn über Human Design oder über Astrologie, wenn du da etwas rausfindest über dich, bist immer im Umkehrschluss du die Person, die Verantwortung hat in ihrem Leben. Weder Human Design noch Astrologie noch die geistige Welt noch alle möglichen Techniken können deinen Weg gehen und dein Leben leben. Und das ist eben wichtig für dich zu wissen. Und ich finde, dass du auch einfach schauen darfst, dass Human Design, es gibt bestimmte Aussagen, die ich auch mit dir auseinandernehmen will. Vielleicht kannst du dann vorher auch schon hineinfühlen, wie das so für dich ist. Wenn gesagt wird, dass Human Design zur Erleuchtung führt oder Astrologie zur Erleuchtung führt, dann ist das einfach nicht so der Wahrheit entsprechend. Denn in manchen spirituellen Kreisen wird einfach suggeriert, dass das Human Design System zur Erleuchtung führt. Und das entspricht nicht der Wahrheit. Das ist ein System, was für deine Selbsterkenntnis und für deine eigene Erforschung extrem hilfreich ist. Das hat aber nichts mit Erleuchtung zu tun. Entscheidend ist, was du aus den Erkenntnissen machst, wie du in die Umsetzung gehst. Also, das ist genau das Gleiche. Du hast vielleicht schon mitbekommen,
dass ich mit ätherischen Ölen arbeite und die ätherischen Öle sind wunderbar. Ich liebe sie sehr und es gibt Aussagen, sie helfen dafür, dafür, dafür oder dich auch in Aktion zu bringen. Und jeder, der mich so ein bisschen näher kennt, der weiß, ich liebe das Orangenöl, gerade bei Büroarbeit oder wenn ich Unterlagen für die Steuer raussuchen muss, weil es mich ein bisschen erfrischt. Und ich dann vielleicht die Sachen ein bisschen leichter und freudiger raussuchen darf. Jetzt ist es aber so, wenn ich das Ölefläschchen auf meinen Schreibtisch oder auf meinen Ordner stelle und ich gehe raus und komme nach 2 Stunden wieder rein und bin sauer auf das ätherische Öl, weil es hat mir nicht die Steuerunterlagen rausgesucht. Kurios, kurios. Und ich gehe dann raus und sage, das Öl bringt nichts und das ist Mist. Und du hast einfach vergessen, es kann unterstützend sein. Und genau so ist das mit deinem Human Design Chart auch. Du kannst dir ein Reading machen lassen, du kannst dir was ausdrucken, du legst das an deinen Nachttisch, du machst nichts damit und dann tut sich auch nichts. Also, das will ich dir einfach mitgeben, dass es ein Prozess ist, genau wie dein Leben ein Prozess ist. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Genauso entspricht es nicht der Wahrheit, dass das Human Design System dich in Schubladen steckt. Wenn du einfach mal einen 3-Tages-Kurs oder 5-Tages-Kurs gemacht hast und du fängst an, damit zu arbeiten, mit einem kleinen Teil, den du gelernt hast, dann ist es einfach auch sehr, sehr wichtig, wenn du hier aufbauend arbeitest. Nämlich, hier steckt alles im Zusammenhang. Du wirst dich in deinem Typen schon wieder erkennen. Also, es gibt ja die verschiedenen Typen. Oder du wirst dich in deiner inneren Autorität wiedererkennen. Aber eben auch wirst du dich wiedererkennen, was du eben nicht lebst. Und dann ist es einfach auch wichtig, dass du in dich eintauchst. Zu sagen, ja, so bist du, kommen wir auf die Aussage vom Anfang zurück. Ja, vielleicht kann man sagen zur Astrologie, ja, das ist so oder du bist so. Aber du hast jederzeit die Wahl, dich auch umzuentscheiden. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig auch, dass du dich kennenlernst, dass du dich auch nochmal neu strukturieren kannst und dass du, wenn dein Verstand dir sagt, na ja, das habe ich alles gewusst, dass du es auch ein bisschen milder siehst und so ein bisschen vom Klugscheißer-Dasein weggehen kannst. Denn es ist ja wichtig, wenn du Astrologie und Human Design nutzt, um deine Themen zu bearbeiten, auch wie du von deinem Schatten ins Licht kommst. Und das ist ja eben ganz, ganz wichtig. Wie geschieht das? Zu wissen, wie etwas funktioniert und gleichzeitig auch es anzuwenden, ist ja ein großer Unterschied. Und da habe ich letztens auch das Beispiel gegeben, weißt du, es ist gut, wenn mir jemand erklärt, wie ich vielleicht eine Toilette einbaue oder ein Waschbecken anbringe. Ja, dann weiß ich das. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich das dann gut auch umsetzen kann. Wahrscheinlich nicht. Mir wird wahrscheinlich die Toilette auf die Füße fallen oder, weil es überhaupt gar nicht mein Ding ist. Ich hoffe, du fühlst und verstehst, was ich dir, ja, damit auch sagen will. Und wenn du sagst, du bist so, dann kannst du halt auch wieder falsche Glaubenssätze jemanden auferlegen oder. Und es geht auch nicht darum, dass man sagt, na ja, du bist so wankelmütig in deinen Entscheidungen oder du sagst erstmal nein. Wenn das wirklich so ist, dass du weißt, es gibt jemanden in deinem Umfeld, der immer zuerst mal Nein sagt, ja, dann lass ihn selber kommen, bis er bereit ist, auch Ja zu sagen. Also, wichtig ist zu wissen, dass du einen Menschen nicht allein anhand des Grundtypus erkennen kannst oder
ob er ein definiertes oder undefiniertes oder offenes Zentrum hat. Es geht immer um das gesamte Spiel. Und es geht immer, wenn du zum Beispiel auch ein Auto hast und du hast da einen großen Motor drin, na, dann muss ja alles immer irgendwie auch angepasst werden. Und so ist das im Lernen. Also ich hoffe, ich kann das Beispiel jetzt gut rüberbringen und ich frage mich gerade, ob das ein gutes oder ein Scheißbeispiel ist. Also du kannst sagen, du bist Typ so und so. Und dann sagt das erstmal gar nichts aus. Dein gesamtes Bild, da wo deine Sonne steht, will sie strahlen. Das ist in der Astrologie so. Und natürlich darfst du dann alles zusammen betrachten. Und das ist sehr, sehr komplex und vielschichtig und hat ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Und es gibt hier auch Licht und es gibt Schatten, die gibt es im Human Design, die gibt es in der Astrologie, die gibt es in deinem Leben sowieso, auch die geistige Welt spricht das an und das ist eben das ganz, ganz Wichtige. Wenn sich Personen einfach nur so ein wenig eingelesen haben in einige Artikel oder haben ein Buch gelesen und machen dann Readings und fangen an zu interpretieren, da würde ich einfach sagen, stopp. Das ist irgendwie nicht so okay, aber das ist auch in allen anderen Themen nicht okay. Also wenn du jetzt zum Arzt gehst und der Arzt sagt dir, naja, ich habe da mal ein Buch gelesen, wie ich einen Blinddarm rausnehme oder wie ich ein Herz transplantiere, da wirst du irgendwie, glaube ich, auch ganz schön blöd gucken. Wichtig ist schon einfach, dass du eine Ausbildung gemacht hast, dass du in dem Thema drin bist, dass du auch die Zusammenhänge erkennst, damit du auch eine gute, richtig runde Beratung durchführen kannst und machen kannst. Und ich glaube, das ist eher das Abschreckende draußen, was da so ist, dass halt viele Menschen, ich hatte letztens eine Beratung oder ein Human Design Reading und ich beziehe immer die Astrologie und auch die geistige Welt mit ein. Und ich habe der Dame was erklärt und sie sagte, ja, Moment mal, das hört sich aber jetzt ganz schön anders an. Ich habe das ganz anders erklärt bekommen, mit dem konnte ich gar nicht so viel anfangen und das hat mich eher so ein bisschen abgeschreckt. Und das kann halt einfach sein, wenn die Zusammenhänge nicht da sind oder nicht so ganz vorhanden sind. Ja, viele Menschen zweifeln, dass wir geprägt wurden und dass wir ganz bestimmte Eigenschaften bereits schon zum Zeitpunkt unserer Geburt mit auf die Welt bringen. Die Wissenschaft kann, glaube ich, dazu gar nicht so viel sagen. Meistens geht es ja, was man gehört hat, was andere Lehren sagen, was gelesen wurde oder was man darüber gelernt hat. Und du kannst irgendwie für dich gucken, glaub daran oder glaub nicht daran. Meine Erfahrung aus meiner Arbeit ist, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens eine Erfahrung bekommt, die einen prägt und die etwas macht in deinem Leben mit dir. Und dann fangen Lernschritte an. Und meine Reise hat begonnen vor 30 Jahren sehr intensiv und ich war ganz skeptisch. Also wenn du mir damals gesagt hättest, ich channel, ich gehe mit Astrologie raus oder Human Design, also Human Design kannte ich damals noch nicht, gibt's aber auch schon sehr lange. Oder ich male geistige Wesen oder dein Geistführer, dann wäre ich die allererste gewesen, die gesagt hätte, alles klar, du kannst mich mal. Und deshalb erlaube dir wirklich zu lernen. Und alles, wo ich gesagt habe, nie, das mache ich nie, Karma, so ein Scheiß und Karma-Astrologie. Ja, und heute liebe ich das sehr und ich konnte schon vielen, vielen Menschen auch damit helfen.
Irgendwann war ich offen dafür, weil ich gemerkt habe, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich mich intensiv mit mir, mit der geistigen Welt befasst habe, hat sich mein Leben immer mehr gedreht und es hat eine große Wende gemacht. Und immer wenn ich Ausbildungen gemacht habe, war immer die geistige Welt das, was bei mir den allerhöchsten Stellenwert hatte auch und wie mein Leben zum Beispiel verlaufen ist. Das heißt aber nicht, dass ich, wenn ich Blähungen habe, keine Schmerzen habe oder dass, wenn ich mir den Rücken verknackst habe, ich keine Schmerzen habe. Also, wir sind alle Menschen hier auf der Erde und wir haben all unsere Themen und wir haben auch all unsere Schmerzen und Trauerpunkte. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig zu sagen. Für mich ist der größte Schritt gewesen die Demut und die Hingabe, eine wunderschöne Energie und wer weiß schon, was wir alles wissen und was wir nicht wissen. Und es gibt viel, was messbar ist zwischen Himmel und Erde. Und ja, was ist mit unserer Intuition? Was ist mit unserer Intuition, die einfach unglaublich hilfreich ist für uns im Leben? Und wenn du in der Angst bist, ja, dann nimmst du auch in der Angst wahr und alles vermischt sich so ein bisschen. Und ja, das ist einfach Wahnsinn, so ein komplexes, großes Bild. Und du hörst schon hier an meinem Podcast, ich wollte ihn einfach viel, viel kürzer gestalten. Aber da ist jetzt sehr viel Hilfreiches mit reingeflossen, so dass du vielleicht auch ein anderes Bild bekommen kannst, auch ein anderes Bild von dir bekommen kannst. Und wenn Human Design auch von der geistigen Welt durchgegeben ist. Ja, was meinst du, wie geil das ist, was die geistige Welt sonst noch alles durchgeben kann? Seit fast 2500 Jahren behauptet die Astrologie, dass Sterne einen Einfluss haben auf uns Menschen und es gibt dafür Ansätze und es gibt dafür Beweise. Es gibt vieles an Beweisen, aber letzten Endes musst du auch prüfen, bist du in deinem Leben unterwegs, weil du Beweise suchst oder weil du weise sein willst und weil du tief in dir wissen willst. Wichtig ist, dass du deine Erfahrungen machst, dass du praktische Erfahrungen machst und dass du ja, deinen Weg gehst und deine Vision lebst. Also ich habe gerade nach dem Wort auch gesucht. Der eine sagt, du brauchst Ziele, der andere sagt, du brauchst keine Ziele. Aber weißt du, selbst wenn ich mir morgens meinen Drink mache, ist das ein Ziel und ich muss mich entscheiden, mein Popöchen aus dem Bett zu heben und dahin zu gehen. Also es ist schon gut, wenn wir Ziele haben und wenn manches eine Struktur hat oder einen zeitlichen Ablauf. Und wir können nicht sagen, ja, das brauchen wir alles gar nicht und leb einfach dein Leben. Es gibt Menschen, die brauchen Strukturen, die brauchen Ordnungen. Ansonsten fällt die Energie auch runter und das finde ich einfach super geil, dass du hier auch Anhaltspunkte bekommst. Also wichtig ist immer, es ist meine Erfahrung, die ich dir jetzt sage. Oft kam das schon vor, dass ich Readings gemacht habe oder habe das Human Design Wissen mit einbezogen in meine Arbeit. Das heißt, ich habe ein Verständnis von einem Begriff in mir und ich gebe den weiter und mein Gegenüber hat aber von diesem Begriff ein ganz anderes Verständnis. Dann kommen natürlich Missverständnisse auf, das nennt man Kommunikation, müsste man klären. Das ist aber nicht nur beim Human Design so, das ist auch im ganzen Leben so. Du hast Lebensphasen, die es einfach gibt. Manches ist aktiv. Es gibt die Transite, die wirken auf dein Feld, die wirken auf das allgemeine
Feld. Also man kann nicht sagen, das ist immer so, so oder so. Du wirst das merken. Es gibt bestimmte Aspekte, die beeinflusst werden. Es gibt unbewusste Eigenschaften. Es gibt Schattenaspekte. Und es gibt auch einfach diesen Punkt, dass du nicht immer alles verstehst und verstehen musst. Das geht gar nicht. Und die eine mit der schönsten Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, ist in meinem Engelkurs, den ich gegeben habe. Die Menschen wollen mit Engeln arbeiten und wollen Verbindung zu Engeln haben, sind aber in keinster Weise bereit, mal den Verstand loszulassen, mal ein bisschen abzudriften in Träumerei. Ja, ich bin so, ich muss das verstehen. Ich habe schon immer alles verstehen wollen. Ja, aber du glaubst an Engel. Das kann man irgendwie nicht alles verstehen. Das fühlst du. Und das ist einfach da überprüf dich. Ja, dann gibt es das ganz große Thema: mit Human Design kannst du reich werden. Human Design ist kein System, was dir sagt, wie du am schnellsten am meisten Geld verdienst. Es ist aber so, und hier muss ich die universellen Gesetze auch mit reinbringen und ansprechen, wenn du dein Design lebst, wenn du in deinem Strahlen bist, wenn du in deiner Kraft bist, dann hast du eine Ausstrahlung, das Gesetz der Anziehung und viele andere Gesetze, die da dann noch in Kraft treten, die werden auch dann wirken in deinem Feld und du wirst Erfolg haben, da wo du Erfolg haben willst. Und wenn du weißt, dass du verschiedene Punkte nicht machst oder dass deine Energie sinkt, dann mach sie einfach nicht und es wird eine andere Wirkung haben. Also, da darfst du einfach schauen auch. Ja, was gibt's denn sonst noch? Ist Human Design Geldmacherei oder ja, du willst ja einfach nur Geld verdienen? Ja, das will ich und du willst das auch, weil wir verdienen alle Geld mit dem, was wir machen und arbeiten und das ist auch völlig in Ordnung so. Du wählst dir deinen Ausbilder, du wählst dir deine spirituelle Mentorin, du wählst dir jemanden aus, mit dem du in Resonanz gehst. Und egal, wo die Resonanz auch ist, manchmal weißt du, okay, hättest du besser nicht machen sollen. Und manchmal musst du auch über eine Hürde gehen. Also Geld verdienen ist super. Und ich finde Geld verdienen auch richtig super. Und meine Kunden finden Geld verdienen auch richtig super. Und hier darfst du einfach für dich schauen, wo stehst du? Ich kann dir aber nicht sagen, dein Mindset ist scheiße und deshalb verdienst du kein Geld. Also ich glaube, alle Menschen sind mal in einer niederen Schwingung, mal in einer höheren Schwingung. Wenn wir etwas erleben, traurig sind, dann geht sowieso unsere Schwingung nach unten. Und ich finde, das ist etwas Normales und sollten wir vielleicht auch nicht so bewerten, wie es dann doch im Draußen, im Außen getan wird. Es gibt immer, also wir Menschen sind immer an unterschiedlichen Stellen. Wenn wir aber geistig uns entwickeln, dann merken wir, okay, das Umfeld stimmt nicht mehr so. Und dann gehen wir in Spaltung oder in Trennung. Nein, wir dürfen in die Liebe gehen und einfach akzeptieren, dass jeder Mensch da ist, wo er gerade ist. Und in die Einheit zu gehen, heißt auch in die Einheit zu gehen und jeden so zu akzeptieren und anzunehmen. Also ich finde, wir sind Menschen. Ich hoffe, dass jeder einen gesunden Menschenverstand hat, dass wir respektvoll miteinander umgehen und dass, wenn dein Gegenüber mal etwas macht, was für dich nicht so okay ist, dass du ihn trotzdem noch liebst und einfach sagen kannst, okay, mein Ding ist es nicht, aber dennoch ist es eine besondere Seele und ein Mensch mit Herz und gut ist. Also, das ist in die Einheit gehen. Ja,
Ich glaube, da sind jetzt so super viele Sachen rausgeflossen in dem Podcast. Du hast vielleicht schon mitbekommen, sonst siehst du das in den Shownotes. Du kannst auf unserer Homepage unter Arbeite mit uns Human Design eingeben und dann kannst du dir dein eigenes Chart erstellen und du kannst schon die Grundtypen auch erfahren und kannst dich da ein bisschen einlesen. Oder bei manchen ist auch eine Audiodatei dabei. In unserer About Me Akademie sind auch schon kleine Aspekte von Human Design drin. Und ich freue mich, wenn ich dich unterstützen kann, sei es in der Astrologie, Human Design, geistige Welt. Du merkst, bei mir fließt das alles zusammen. Dann kannst du auch ein Reading buchen. Der Link ist auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und ich freue mich, wenn wir Strahlen in deine Welt bringen können. Lass uns gemeinsam strahlen. Love and Lux, L-U-G-S. Lass uns gemeinsam strahlen auf dieser wundervollen Reise zum Herzkanal. Nämlich dein Herzkanal, den gibt's auch. Und da ist Liebe und Licht. Deine Alexandra, mach's gut. Lass uns gemeinsam strahlen auf dieser wundervollen Reise zum Herzkanal. Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten? Dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde.